Herzlich willkommen heute am siebten Sonntag nach Trinitatis aus der Lukaskirche. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch steht im Epheserbrief im zweiten Kapitel und lautet: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein wahres Wort, ein Wort des Auftrags. Beginnen wir doch einfach unseren Gottesdienst mit dem ersten Lied. Uns beten. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. In Christus gibst du uns das Brot des Lebens. Mach unser Herz weit, dass wir den Reichtum deiner Güte erkennen und aus deiner Fülle schöpfen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, im sechsten Kapitel. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele?
Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Und da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der segne reden, hören und verstehen. Amen. Banalisieren, dekonstruieren, vermeintlich übernatürliches Entfernen, so reagieren Schüler üblicherweise auf Wundererzählungen. Alternativ wird einfach der Wahrheitsgehalt der Geschichte angezweifelt. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ein Märchen für Kinder. Wundergeschichten stoßen erstmal auf Ablehnung, denn sie muten uns etwas zu. Sich zu wundern muss man aushalten. Wollen wir verstehen, müssen wir erst einmal im Erstaunen bleiben, und das verwirrt uns. Das Wundern, das Staunen hilft, um Wunder verstehen zu können. Wir müssen Wunder aushalten, denn sie bringen schon die durch die geglaubte Welt, die wir verstanden zu haben, Glauben durcheinander. An Wundern lernen wir. Und was wir lernen, wird bestimmt durch unseren Umgang damit. Wissenschaft kommt immer dort voran, wo sich jemand wundert und das Geschehen dann weiter untersucht, nicht einfach wegerklärt. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal über Wasserläufer gewundert? Also ich finde diese kleinen Tiere einfach, die einfach so über das Wasser gehen, bemerkenswert. Alles andere, was dichter ist als Wasser, versinkt. Aber ein Wasserläufer nicht. Natürlich gibt es einen konkreten Grund, der aber nur gefunden wurde, weil sich jemand gewundert hat. Meiner Faszination für Wasserläufer nimmt diese Erklärung überhaupt nichts. Diesen flinken Wesen zuschauen, das bleibt für mich wunderbar. Denn die Erklärung ist nur der eine Teil des Wunders, der andere ist das Erleben. Wir dürfen uns heute über vieles wundern. Auch über das folgende komplexe Wunder für den Propheten Elia, den Gott beauftragt hat, gegen König Ahab zu predigen. Der wiederum will nicht Gott anbeten, sondern verehrt mit seiner verderbten Frau Isabel den Gott Baal und die Göttin Aschera. Das ist ziemlicher O-Ton des Originals. An Ahab und Isabel wird kein gutes Haar gelassen. Und lässt Gott Elia eine Dürre ankündigen, die das ganze Land treffen soll? Und dann bewahrt er ihn noch vor der Rache Ahabs und Isabels. Aber hören Sie doch selbst. Ich lese aus dem Predigttext 1. Könige, Kapitel 17, in der Version der Basisbibel. Elia, ein Tischbiter aus Tischbe in Gilead, kündigte Ahab an: So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben. Es sei denn, dass ich es befehle. Danach kam das Wort des Herrn zu Elia: Geh weg von hier in Richtung Osten, versteck dich am Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Aus dem Bach kannst du trinken, den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Da machte sich Elia nach Sarepta auf, und als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas.
Elia sprach sie an und sagte, hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser, ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe überhaupt keine Vorräte mehr, nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, fürchte dich nicht, geh nur und tu, was du gesagt hast, aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es mir heraus. Danach kannst du für dich und deinem Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis an dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf dem Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen, Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Es klingt unwahrscheinlich und ich selbst bin schnell bereit zu dekonstruieren, abzuwerten, anzuzweifeln, was uns da der Chronist aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erzählt. Denn die Elia-Erzählung ist Teil eines viel größeren Geschichtswerks von jüdischen Autoren, die nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft weite Teile des Alten Testaments überarbeitet haben, um ihm seine heutige Form zu geben. Denn durch das babylonische Exil ist einiges verloren gegangen und musste mühsam wieder rekonstruiert werden. So sind die Elia-Erzählungen aus dem 9. Jahrhundert vor Christus für die Geschichtsschreiber besonders interessant. Kämpft Elia doch einen ähnlichen Kampf wie sie gegen die Bale und andere fremde Götter. Und so entsteht unsere Elia-Geschichte über einen langen Zeitraum aus vielen überlieferten Elia-Erzählungen, die den Reichtum dieses Wunders ausmachen, über das wir heute nachdenken. Was wir wissen ist, es gab auch im 5. Jahrhundert eine Konkurrenz zwischen den Göttern. Teile der Bevölkerung verehrten den Baal und in vielen Häusern stand ein Altar der Aschera. Das Judentum musste der Bevölkerung nach Rückkehr der Oberschicht aus Babylon erstmal wieder nahe gebracht werden. Und so polemisieren die jüdischen Geschichtsschreiber kräftig gegen Ahab und seine Frau Isabel und spielen dabei kräftig mit der Doppeldeutigkeit des hebräischen Worts Yid, erkennen. Einerseits ist Gottes Erkenntnis und andererseits ein sexueller Bezug gemeint. Wahrscheinlich kommt Isabel so zu ihrem zweifelhaften Ruf. Nun haben wir ein bisschen dekonstruiert und ein bisschen banalisiert. Doch schauen wir doch auch auf die Wunder selbst. Sie zeigen doch, was Menschen von Gott erwarten und auch erhalten. Zuerst ist das Wunder der Dürre, die, wie von Elia angekündigt, eintritt und nur von ihm selbst wieder aufgehoben werden kann. Ahab glaubt an die Macht Elias, denn nur so lässt sich erklären, warum er ihn suchen und verfolgen lässt, weshalb Elia ja flieht. Dann der Aufenthalt am Bach Kerit, wo Elia vom Wasser trinkt und von Raben mit Speise versorgt wird. Gott sorgt für Elia, erhält und ernährt ihn, bis die Dürre zu schlimm wird und die Raben auch nichts mehr finden. Dann folgt das Wunder der Kommunikation, wenn Sie so wollen. Die Witwe wird auf Elias Ankunft vorbereitet. Und schließlich das Wunder des Topfes und der Kanne. Nie versiegender Strom von Mehl und Öl. Gott erhält uns gleichsam wunderbar. Dieses Wunder finden wir heute überall. Wir müssen nur genau schauen. Ich kenne eine Frau, eine Mutter, die mit ihren beiden kleinen Kindern nach der Niederlage der Nazis aus dem Sudetenland fließen muss. Innerhalb von 2 Stunden Haus und Hof verlassen, nur mitnehmen, was sie selbst tragen kann. Ein Kind an der Hand, das andere auf dem Arm, da macht sie sich auf den langen Weg nach Deutschland, natürlich zu Fuß, denn Bahnfahren ist ja für die Sieger reserviert. Und so laufen sie, es ist noch kalt, es liegt noch Schnee und sie haben Hunger. Den Tschechen ist es bei Strafe verboten zu helfen. Sie würden sich der Kollaboration mit dem Feind schuldig machen. Als die kleine Familie eines Abends außerhalb eines Dorfes anhält und rastet, sind alle völlig fertig. Die Kinder weinen schon nicht mehr, denn die Tränen sind schon alle geweint. Sie sind zu fertig. Sie schöpfen vom nahen Bach,
Ihre Vorräte sind leer. Zu betteln trauen sie sich nicht, denn die Wut auf die ehemaligen Unterdrücker ist groß und die Gewaltbereitschaft entsprechend hoch. Wie erschlagen liegen sie aneinander gekuschelt da. Da kommt aus dem nächsten Haus eine Frau mit einem Topf und sieht zu ihnen herüber. Sie trägt den Topf zu einem Gebüsch und stellt ihn unter die ausladenden Zweige. Dann sieht sie wieder herüber zu der kleinen Familie. Sie nickt nur kurz grüßend und geht wieder ins Haus. Die Mutter behält das Gebüsch im Auge, wartet, bis es dunkel ist und schleicht dann langsam herüber. Es ist ein Topf voller Suppe, mittlerweile kalt, aber nahrhaft. Ein Wunder, wenn Sie so wollen. Diese tschechische Frau rettet die kleine Familie, versorgt sie, obwohl sie sicher selbst auch nicht viel hat. Das hat niemand zu dieser Zeit. Für die Mutter ist dieser Topf ein Geschenk des Himmels. Heute werden sie satt und nichts hat je mehr so köstlich geschmeckt wie diese Suppe. Wunder müssen wir erleben, können wir nur erleben, wenn wir uns darauf einlassen. Die Dekonstruktion dieser Geschichte brächte uns überhaupt nicht wirklich weiter, das Wunder schon. Denn an diesem Wunder wird offensichtlich, wie sehr das Leben selbst ein Geschenk ist. Denn notwendig ist unser persönliches Dasein auf Erden nicht. Es könnte ja auch alles ganz anders sein, ist es aber nicht. Und weil das so ist und wir auf die meisten Umstände unseres Daseins keinen Einfluss haben, ist alles, was wir erfahren, ein Geschenk. Und wir dürfen uns wundern, wie gerade uns das passiert, was passiert. Und darauf beharren, es sei Zufall, geht auch. Nur verpassen wir dabei das Wesentliche. Denn das Leben ist ein hohes Gut, wir wissen das, wir verteidigen es doch mit allem, was wir haben. Wenn das Leben doch gut ist, kann es alles in allem, dann kann ich nicht glauben, es sei nur zufällig gut. Nichts ist wirklich notwendig, nichts selbstverständlich. Alles ist Geschenk. Alles fußt auf geschenktem Gelingen, das Leben selbst ist das Wunder. Alle Geschichte ist komplexer, als ein Autor es sich je ausdenken könnte. Das Leben wird zum Wunder, wenn es mit Gott geführt wird. Wir dürfen das übrigens auch erfahren. Finitum non capax infiniti? Das Endliche kann das Unendliche nicht fassen? So heißt es bei den Reformierten. Wir Lutherischen dürfen das anders glauben. Im Abendmahl ist Gott selbst vorhanden. Wie er, der große Gott, selbst in Jesus Mensch geworden ist, damit wir ihn verstehen, so kommt Gott uns auch im Abendmahl entgegen. Wo Wort und Element zusammenkommen im Sakrament. Ein Wunder? Natürlich. Was denn sonst? Und der allmächtige Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Im Anschluss an diesen Videogottesdienst sind Sie herzlich zum digitalen Kirchencafé eingeladen. Den Link sehen Sie eingeblendet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, dem 25. Juli um 10 Uhr mit Vikar Daniel Steigerwald. Ebenfalls am kommenden Sonntag findet um 19 Uhr das zweite Konzert im Rahmen des 8. Münchner Orgelsommers statt.
Michael Laik spielt Musik von Liszt, Bach, Dupré und Reubke. Infos und Anmeldungen unter www.münchner-orgelsommer.de. Wenn Sie über unsere digitalen Angebote informiert werden wollen, abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal. Klicken Sie unter diesem Video auf Abonnieren oder im Abspann auf das Kanallogo. Damit helfen Sie uns zudem, unseren Kanal weiter auszubauen. Heute erbitten wir Ihre Spende für die Gemeindearbeit in St. Lukas. Verschiedene digitale Formate wurden in St. Lukas im letzten Jahr entwickelt. Videogottesdienste, Online-Konzerte, digitale Kunstprojekte und Kirchenerkundungen sowie Chorproben und Gremiensitzungen über den Bildschirm. Sie ermöglichten in den Corona-Einschränkungen Gemeindeleben und eröffneten auch neue Zielgruppen. Viel ehrenamtlicher Einsatz und Investitionen in technische Ausrüstung haben das erst möglich gemacht. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie dieses Engagement. Bitte verwenden Sie für Ihre Gabe den Spenden-Button auf unserer Homepage. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Lasst uns beten, wie Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Da ich meine Stelle wechsle, bin ich ab sofort nicht mehr hier auf diesem Kanal zu sehen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und ich bin auch dankbar für die gemeinsame Zeit mit Ihnen und den Menschen in St. Lukas. Und ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen, Sie kennenzulernen, wenn ich persönlich noch nicht das Vergnügen hatte, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, wenn Sie das möchten. Und wenn wir uns wiedersehen sollten, dann würde mich das irgendwie überhaupt nicht wundern, aber sehr freuen. Und so wünsche ich Ihnen persönlich das Beste, was ich mir vorstellen kann, Gottes reichen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.